Moin zusammen. Und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Eve Online. Und gleich mal ein Danke für die Post von Hallihallo Syno. Wegen diesem Fitting des Miasmos. Ja, leuchtet mir ein. Ich habe eben schon mal reingeguckt in diese beiden Fittings. Ich würde dann natürlich das Fitting wählen, was mir mehr Sicherheit bringt im Schutz gegen die Warpfeld-Verhinderung, sage ich mal. Diese, weiß ich nicht, wie die heißen. Guck ich gleich nochmal. Und es ist ja schon, auch wenn ich da länger brauche, um in den Warp zu kommen. Dafür habe ich aber die Sicherheit, dass ich überhaupt in den Warp komme, ne? Ich bin ja nur nicht der Stärkste. Weiß ich nicht. Hier habe ich einen Blueprint bekommen. Merlin. Da kommt ein Merlin raus. Kaldari-Fregatte. Mhm. So ein Ding hatte ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt fliegen kann. Voraussetzung. Die haben wir alle. Ja, das werde ich bei Gelegenheit mal bauen. Ich habe das irgendwie durch eine Belohnung bekommen. Und... So, hier will ich aber jetzt mal wieder meine Dinge verkloppen. Und bei gleich nochmal schauen. So. Denn ich bin hier noch nicht losgeworden. War ein bisschen doof. Ich habe die ganze Woche versucht, das zu verscheuern, aber es ist mir nicht gelungen. Mal schauen. Deswegen verkaufe ich das jetzt wieder. Ich gucke jetzt wieder hier halt, wo kann ich das am besten verkaufen? Aber ich werde das wohl. Jetzt muss ich mal wieder rechnen. Mal. Jetzt verkaufen wir noch das Wasser. Es dauert zwar mal ein bisschen, bis derjenige das dann annimmt, aber so habe ich eigentlich auch ein ganz gutes Einkommen, weil die meisten zahlen im Moment nur 300 für oder 280 und so. Ich verkaufe es jetzt für 320.
besser als gar nichts zu haben. So. Privat. Weiter. Den. Okay. So, hier machen wir auch den Preis. Ich darf nur nicht den Nummernblock nehmen. Jetzt ist die Aufnahme nämlich gleich gestoppt. Immerhin 30 Millionen. Aber wenn ich dann das andere Fitting habe, wo ich mir relativ sicher sein kann, dass ich vielleicht noch mal entkommen kann, denn die sind ja auch auf Höchststufe geskillt und ich denke mal, die Chancen sind doch dann sicherlich gleich zu entkommen oder nicht zu entkommen, wie zum Beispiel aus der Sicht der anderen Leute mich zu erwischen oder nicht zu erwischen. Da gehe ich mal ganz stark von aus, weiß ich nicht. Nächste Sache, die ich versucht habe, ist die Geschichte hier, also in diesen Abgrund zu gelangen. Ich finde aber diesen Pass nicht. Ich hatte da heute mal nachgelesen, ich gehe mal wieder auf die Seite hier. Ich hatte mal nachgelesen, man muss da einen Pass kaufen, um da teilnehmen zu können. Aber ich bekomme diesen Pass einfach nicht. Ich würde das gerne mal ausprobieren, auch wenn meine Damavik dabei drauf geht. Das ist es mir wert. Ich möchte es einfach mal testen. Es ist letztendlich nur ein Spiel und von daher habe ich da keine Bedenken. Ich gucke mal kurz. Fenerie 3. Oder Araron 3, die war das hier. Da bin ich eigentlich. Ich setze mal den Kurs. So. Verkauft haben wir alles oder aufgesetzt. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt noch? Ja, 30 Millionen. Leon, Amanda hat ja einen Teil verkloppt. Hat noch einen Teil, 20 Millionen oder so. Von ihm kriegen wir vielleicht 30 Millionen von meinem Verkäufer des Vertrauens oder Käufer. Und ja, Bergbau, ich habe es nicht geschafft, um das normal zu sprechen, Big Sky. Irgendwie ist im Moment die Zeit ganz... Also seit ich im Homeoffice bin, ist irgendwie die Zeit total verdreht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht schaffe ich es ja kommende Woche mal, dass man sich vielleicht mal ein oder zwei Stunden abends hinsetzt und mal ein bisschen Mining betreibt. Vielleicht auch mal mehrere Tage oder sowas. Versprechen will ich es aber halt nicht. Es ist möglich, ich melde mich einfach. Teilweise mache ich irgendwas, gucke auf die Uhr und es ist 19:30 abends und denke, oh, auch wenn es vielleicht mal was für YouTube ist oder sowas, aber na, so wie ich jetzt an einer neuen Serie tüftele, eventuell da mal ein bisschen was zu machen, aber das ist total bescheuert, echt. Deswegen, ich kann nichts versprechen, aber ich versuche es halt kommende Woche dann endlich mal zu schaffen, mich bei dir zu melden und dann kann man mal ein bisschen Mining betreiben. Kohlebräu auf jeden Fall. Jetzt düsen wir mal zurück zu unserem vertrauten Heim. Ich doch gerade. Bin ich jetzt falsch gesprungen? Ich wollte gerade sagen. Oh, ich habe meinen Wecker gar nicht angemacht, dass ich nicht über mein Limit komme. Ja, Fitting. Also die Scrambler. Wie sieht's? Was habe ich hier drin gehabt? Die Scrambler, glaube ich. Genau, die hier. Also die sind schon vernünftig. Das ist schon nicht schlecht. Ich muss noch mal kurz in den Stepped. Was ist das mit den Scramblern? Und dieses hier ist das, was ich mit
Das ist das mit den Inertial Stabilizern. Das ist nicht so gut. Da braucht man zwar nicht so lange, um in den Warp zu gehen, aber dafür ist man besser beeinflussbar durch diese Warp-Störfelder. So hattest du das ja erklärt und das leuchtet mir ein. Dann nutze ich natürlich das, was mir den Vorteil verschafft, eventuell etwas länger zu brauchen, in den Warp zu gehen, aber ich kann warpen. Ich werde das einfach mal testen. Ich baue mir so ein Schiff noch mal zusammen und dann machen wir mal eine Tour nach Perimeter oder vielleicht sogar Jita und entweder platzen wir oder nicht. Das ist ja egal. Ich muss das ja testen. Ich muss das ja, die sind ja passiv, ne? Die muss man ja nicht extra aktivieren. Dieses ist ja da, wo die grün sind, das aktiviert man ja. Ach, da kann man jetzt die Wiederholung ausmachen. Aha. Das ist auch neu. Tja, mal schauen. Vielleicht kriege ich so einen Pass ja noch. Sollte das der Fall sein, dann werde ich da eine Extra-Aufnahme nochmal machen. Das wird dann halt die nächste Folge auch. Aber wie gesagt, ich bekomme keinen. Das sind drei Sparten, die man machen kann. Also bei dem hier kriegt man 25.000 Skillpunkte. Dieses gibt 5.000 und dieses gab nochmal 25.000. Also 55.000 Punkte insgesamt wären das und die haben oder nicht haben es auch schon. Das ist auch verlängert worden bis zum 11. Mai. Ja, und ab 5. gibt es ja Geschenke, sage ich mal, auch wieder irgendwelche Belohnungen, wenn man sich jeden Tag einloggt, weil der 17. Geburtstag ansteht von EVE Online. Da werde ich dann auch mal zusehen, das nächste Woche einzuhalten. Deswegen klappt das vielleicht auch mal mit dem EVE Online abends 2 Stunden spielen oder sowas. Und ich hatte diese Woche ein bisschen was geschaut mit Minecraft Modding. Also das mache ich ja nun auch gerne. Das Spielen auch. Und mit dem Modden habe ich da jetzt mal so ein bisschen reingelesen oder was es für Mods überhaupt gibt und habe da etliches ausprobiert und so, aber das ist für eine andere Sache, hat hier eigentlich nichts zu suchen, nur man ist schon ordentlich dabei, was zu machen, also muss ich ehrlich sagen, hätte ich nie gedacht, bin immer noch erstaunt, wie viel Arbeit man doch reinsteckt in so eine Sache in YouTube, also tja. So konzentriert, wie ich hier zum Beispiel im Homeoffice jetzt arbeite, so ist das im Moment auch bei YouTube. Und wenn es dann jeden Abend 10, 11 wird, ist es schon ganz komisch teilweise. So. Dauert einen Moment ein bisschen, finde ich. Irgendwie. So, jetzt sind wir gleich da. Aber zumindest ist schon mal bis hierher wieder geschafft. Was ist denn hier los? Kalente Shuttle wird beschossen. Erteilt. Planet Management habe ich schon erledigt. Das mache ich jetzt immer, bevor ich aufnehme, weil das ja nun wirklich nichts mehr Spannendes ist. Es sei denn, es sollte sich da mal was ändern oder irgendwas Spektakuläres bei rauskommen.
Wir sind jetzt, um das nochmal zu sagen, wir sind jetzt bei den Consumer Electronics bei 15 Millionen angelangt. Und ja, wenn die 10.000 Kubikmeter voll sind, sind wir bei 69 Millionen ungefähr, die ich sicherlich nie erreichen werde zu bekommen, aber man kann ja noch träumen. So, jetzt gehen wir nochmal kurz in unsere Damavik, wie auch immer man das ausspricht. Hallo. Aktivieren. Ne? Im Moment hakt's echt. Da will er wohl nicht. Vielleicht machen viele dieses Event oder was weiß ich. Vielleicht ist das ein bisschen zu belasten. Keine Ahnung. Da ist er. Die Mavic. Mit der hätte ich das gemacht hier, aber ich bin noch nicht so weit. Ich habe die Disruptoren ja noch nicht. Oder Desintegratoren. Integratoren? Wie auch immer. Da Mavic. Da ist er. Das fehlt mir ja noch. Tja, ich werde wohl über übel meine Kohle auch teilweise Hilfe ausgeben müssen. Mal schauen. Vielleicht opfere ich das nächste Geld mal dafür, dass das mal fertig wird. Stufe 4 und 5 ist das. Mehr brauchten wir ja nicht mehr. 21 Tage. Zumindest bis Stufe 3, dass wir da so weit mal kommen. Wie viel brauchen wir denn bis Stufe 4? Das sind nur 25 Minuten. Der ist aber auch teuer. Nee, sogar der kostet 471 Millionen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Arc Details. Verkäufer. Ja. Will keiner kaufen. Nö. Naja, gut, da kümmere ich mich das nächste Mal drum. Ich werde jetzt hier mal Schluss machen. Und mir das für die Woche aufheben, hier mal ein bisschen suchen, das machen und auch vielleicht mal ein bisschen, wie gesagt, Bergbau. Und da werde ich mich dann am, mal schauen, Montag melden bei dir, Big Sky. Und dann werden wir sehen, wie wir das machen. Jetzt würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Es war jetzt nur keine spektakuläre Folge mal wieder, aber ja, kommen wir noch andere Zeiten. Vielleicht machen wir mal den Abgrund. Es wird zwar keine lange Folge sein, aber wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Eine ruhige Woche. Tschüss.